Ja, ich habe so ein bisschen, also grob die Story verfolgt, weil die Alte Republik meine Lieblingszeit ist. In der Star Wars-Ära. Deswegen so ein bisschen weiß ich, was da ist, also mit Revan oder mit den Hutten. Aber wirklich nur so in ganz, 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 ganz groben Zügen. Da wäre ich schon gespannt drauf. Also es ist nicht so, als ob ich keinen Bock drauf hätte. Imperialer Erlass. Au, hat der mir gerade eine Bitch-Slap gegeben? Ich glaub's nicht. Hast du nicht getan. Irgendwas erinnern mich diese Würmer auch vom Design. Ich komme nur nicht drauf, an was. Rolling hält aber echt viel aus.
Ah, okay. Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Sind wir jetzt fertig? Jawohl. Alter. Sogar als Schüler kann ich so mit einem quatschen, ey. Das ist... Entschuldigung, ich bin gleich für euch da. Ich habe hier ein Problem mit dem Nachschub. Na komm, ich muss ein bisschen was verkaufen. Ein besseres Angebot findet ihr nicht. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Ach du Scheiße, gibt's da viele Welten. Was ist Hilfsaufseher? Okay. Dunkle Ehrenwache. Ah, so ist es richtig. Verbeugt euch. Wir mal sehen, was der Einsiedler von euch Maden hält. Akolyt Kori, tritt bitte vor. Ja, Aufseher. Du bist ein schwaches, erbärmliches Insekt. Und sogar ein Verrückter wie Spindral kann das erkennen. Das bedeutet... Ich stelle euch unseren Neuankömmling vor, Fon Alt. Dies ist wahre Sith-Stärke. Er wird euch in Stücke reißen und eure Knochen zertrümmern, Sklaven. Seht ihn euch an. Alles, was er noch hat, ist sein reines Sith-Blut. Er ist Lord Sess' zukünftiger Schüler. Kein Stück Abschaum wie ihr. In den Höhlen werden wir sehen, wie stark er ist. Alleine...
und mein Lichtschwert. Komm her, Sklave. Ich möchte mit dir unter vier Augen reden. Ihr anderen verschwindet. Ihr kennt eure Prüfungen. Du auch, Phone. Spindral wartet. Hör mir gut zu. Spindral ist ein Verrückter. Seine Zustimmung bedeutet nichts. Du bist Abschaum und wirst sterben. Ist das klar? Soll mir das Angst machen? Du bist nichts. Vergiss das nicht. Und jetzt zu deiner zweiten Prüfung. Lord Zesh hat für dich eine spezielle Prüfung vorgesehen, an der du sicherlich scheitern wirst. Begib dich zu Inquisitor Sinn in den Gefängnissen. Er wird dir die Details mitteilen und wahrscheinlich für dein baldiges Ableben sorgen. Unterschätzt mich nicht, Harkun. So einfach sterbe ich nicht. Spar dir deine Prahlerei. Ich will dich erst wiedersehen, wenn du in den Gefängnissen warst. Das wäre alles. Oh, ich hab schon vor, böse zu spielen. Gut, dass die Inquisitoren hier kein Doppellichtschwert haben und fliegen können. Wie kommt man auf die Scheiße? Ey, komm, wir verpassen den rotierendes Doppellichtschwert. Sehe ich noch irgendwie ein. Aber wie kommt man auf die Idee, wir lassen sie damit fliegen wie ein Helikopter? Alter, ist das ein Vieh. Harkun hat mir sehr genaue Anweisungen gegeben. Ihr wurdet in Sklaverei geboren, doch ihr müsst eure alten Eigenschaften ablegen und lernen, die neuen zu beherrschen. Ich habe die ideale Aufgabe, um das zu bewirken. Ich will euch diese sabbernde Missgeburt von einem Akolyten vorstellen. Er wird euer Opfer sein. Ein Opfer? Das klingt, als könnte es unterhaltsam werden. Ihr seid nicht hier, um euch zu amüsieren, Akolyt. Vor kurzem kam es an der Akademie zu dem, was wir als nicht autorisierten Mord bezeichnen. Ein Streit zwischen Schülern forderte ein Todesopfer. Befragt ihn. Bringt ihn dazu, dass er euch den Schuldigen nennt. Um jeden Preis. Haltet euch die Ohren zu. Gleich könnte es laut werden. Danke für die Warnung, aber ich ziehe es vor, jeden Schrei auszukosten. Bitte tut mir nichts. Ich weiß doch gar nichts. Es sieht trotzdem bescheuert aus. Es ist mir egal, ob es funktionieren würde mit diesem... Gut, es ist Science-Fantasy. Da kann man jetzt drüber streiten, ob es logisch ist oder ob es funktionieren würde. Das sieht halt bescheuert aus. Schreit, Schwächling. Ich will hören, wie ihr leidet. Bitte. Hört auf! Ich tue alles, was ihr wollt. Das klingt so, als ob es nicht genug wehgetan hat. Womit soll ich aufhören? Vielleicht hiermit? Ah! Aufhören! Bitte! Schon gut. Schon gut, ich rede ja. Dafür wird er mich zwar umbringen, aber ich rede. Der Mörder ist ein Schüler namens Ezor Kain. Ihr müsst mich beschützen, sonst wird er mich töten. Er wird viel zu sehr damit beschäftigt sein, die Strafe für Mord über sich ergehen zu lassen. Kains Meister ist Mitglied im Rat der Sith. Ihr könnt genauso gut versuchen, gegen den Imperator persönlich vorzugehen. Sie werden Kain nicht einmal ermahnen. Spoiler. Aber wenn Kain davon erfährt, dann rechnet er mit mir ab. Was hat das mit mir zu tun? Natürlich. Das ist ja nicht euer Problem. Warum sollte euch das schon kümmern? Wenn ich Glück habe... bringt Kain mich einfach schnell um. Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ich habe den Namen klar und deutlich gehört, auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders gewesen. Ezor Kain.
Kains Meister ist Mitglied im Rat der Sith. Es wäre töricht, ihn herauszufordern. Jedenfalls ist diese Prüfung beendet. Ich werde Aufseher Harkun meine Empfehlung aussprechen. Ihr dürft zu ihm zurückkehren. Der Akolyt ist schutzbedürftig. Ach, scheiße. Um Dinge zu kümmern, das, nein! Nicht betreffen, ist das wollte ich nicht! Die das Leben kosten kann. Ich schlage vor, dass ihr euch diese Eigenschaft schnellstens abgewöhnt und den Akolyten vergesst. Nein! So, wir fangen wieder komplett von vorne an. Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ihr braucht es keins mit jedem Ver- Ah, das ist gut. Das ist gut. Was werdet ihr wegen des Mörders? Gar nichts. Allerdings muss der Meister des Schülers informiert werden. Es ist nicht meine Aufgabe, Recht und Ordnung zu vertreten. Schon gar nicht vor dem Rat der Sith. Das ergibt durchaus Sinn. Ich bin froh, dass wir uns einig sind. Euch zuzusehen war mir eine wahre Freude, Akolyt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den weiteren Prüfungen. Ey, man könnte ja wenigstens mal anzeigen, ob man da gute oder böse Punkte kriegt. Ah, zeigt den Dialog Ausrichtungsgewinn. So, hier. Okay. Eieiei. Das war mir jetzt peinlich. Ich hatte mich schon darauf gefreut, noch einen von euch niederzustrecken, aber die Mühe werde ich mir wohl sparen können. Und es kommt nicht überraschend, dass Nilok verschwunden ist. Auch nicht, dass Fawn seine erste Prüfung bestanden hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auf euch allen herumtrampelt. Ich reiß euch in Stücke, genau da, wo ihr steht. Das ist cool, da sich ein bisschen was ändert. Geduld, Fawn. Ein Unfall in den Gräbern ist viel überzeugender. Ihr anderen kennt eure nächste Aufgabe. Geht. Ich will mit Fawn und unserem Nachzügler reden. Und jetzt zu dir, Sklave. Sinn sagt, dass du dich gut geschlagen hast. Und auch wenn ich es kaum glauben kann, ist Lord Zesh mit deiner Entwicklung zufrieden. Zweifellos hat dir Sinn irgendwie geholfen. Aber bei deiner nächsten Prüfung musst du ohne seine Hilfe auskommen. Vor dir und Fawn liegen Prüfungen des Verstandes. Prüfungen, die eure Fähigkeit testen werden, die Macht zu verstehen und Probleme zu lösen. Glaubt ihr, dass mir dieser Abschaum intellektuell ebenbürtig sein kann? Ich wurde von den größten Lehrmeistern unterrichtet. Beruhige dich, Fawn. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Darum habt ihr unterschiedliche Prüfungen. Diese Großzügigkeit rührt mich zu Tränen. Du schaufelst nur dein eigenes Grab. Fawn, du wirst in die Bibliothek im ersten Stock der Akademie gehen und die folgenden Texte für Lord Zesh übersetzen. Ja, Aufseher. Tief im Inneren des alten monsterübersäten Grabs von Mark Ragnos gibt es ein Holochron voller dunkler Geheimnisse, das in einem großen Steinmonument eingeschlossen ist. In 1000 Jahren hat noch niemand herausgefunden, wie man das Holochron aus seinem steinernen Gefängnis befreien kann. Bring mir dieses Holochron, oder du wirst sterben.
Hört sich besser an, als eine verstaubte Bibliothek zu besuchen. So etwas kann nur ein Idiot von sich geben. Bring mir das Holocron oder bete, dass dich der Geist von Marc Arachnos selbst von deiner jämmerlichen Existenz befreit. Geh jetzt. Okay. Die Ehrenwachen sehen schon geil aus. Mir gefällt das Design. Es ist auch immer wieder schön, hier auf Korriban rumzulaufen. Ihr tragt die Kleidung der Sith, doch ihr seid keiner von uns. Fremdling, wenn ich euch ansehe, frage ich mich, seid ihr wirklich loyal oder tragt ihr Verrat in eurem Herzen? Beschuldigt ihr eigentlich ständig fremde Leute des Verrats und der Volksverhetzung? Ihr seid mir nicht fremd. Ich kenne jeden in dieser Akademie, sogar die früheren Sklaven. Geheimdienstberichte zeigen, dass es in diesem Tal Verräter gibt. Akolyten, die versuchen, die ideale Ordnung unseres Imperators zu zerstören und sie durch ihre eigenen schwächlichen Irrlehren zu ersetzen. Sie verstecken sich zwischen denen, die uns treu und gehorsam ergeben sind. Doch sie werden jederzeit zuschlagen, wenn sie die Chance erhalten. Wir haben die aufrührerischen Aktivitäten der Verräter hier im Tal beobachtet. Wir kennen ihre Gesichter und ihre Namen. Es ist der Wille des Imperators, dass der Sand Korriban sich vom Blut dieser Verräter rot färbt. Beweist eure Treue, indem ihr sie hinrichtet. Es wird mir eine große Ehre sein, euch zu dienen, mein Lord. Wenn ihr mir dient, dient ihr dem Imperator. Denkt daran, wenn ihr dieses Ungeziefer im Tal ausschaltet. Ich gebe euch alles, was ihr braucht, um die Verräter zu identifizieren. Beweist eure Treue, indem ihr genügend von ihnen eliminiert und kehrt dann zu Inquisitor Asanon zurück. Ich werde eure Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Geht jetzt. Sorgt dafür, dass der Wille des Imperators Wirklichkeit wird. Ah, die Dinger hast du gemeint, oder was? Ah, okay. Na, dann gucke ich gleich mal. Würfel, die leuchten.
Hier ist nichts passiert. Gehen Sie weiter. Für dich zählt das nicht. Komm her. Geben ein nerviges Geräusch von sich, okay? Letztes, sehr gut. Ich gebe ein nerviges Geräusch von sich. Mr. Gunny, Gemäuer. Ich habe gesehen, wie ihr euch um diese Verräter gekümmert habt. Gute Arbeit. Ihr habt eure Loyalität auf beeindruckende Weise bewiesen. Nehmt diese Belohnung als Zeichen der Gunst des Imperators und tragt dieses Abzeichen. Es weist euch als Verteidiger unseres Imperiums aus. Bleibt wachsam. Unsere Feinde lauern da, wo man sie am wenigsten erwartet.